Hallo meine lieben Freunde des gepflegten LS-Netz, willkommen hier zurück auf einer weiteren Folge Appsdorfer Heide mit dem lieben Florian. Einen wunderschönen. So, wir sind back am Pressen und am Dreschen. Jojo. Hätte ich auch ein bisschen gerade durchfahren können, aber egal. So. Eieiei, da kommen aber schon ein paar Ballen rum. Also es sind auf jeden Fall mehr als beim letzten Mal. Ja. Was hatten wir das letzte Mal? Weizen drauf, gell? Ja, aber der war auch, also... Aber der Boden... Aber auch mehr Stroh. Ja, und der Boden war komplett im Arsch, war nicht gedüngt. Der ist ja drüben auch noch im Arsch. Echt ist? Ertrag ist immer noch scheiße, ja. Ja, aber ich weiß nicht, an was das liegt. Weil im Prinzip ist pH es halt... pH normalerweise. Aber wir haben das doch eigentlich... pH ganz... oder Stickstoff? Müssen wir nochmal nachgucken, wenn jetzt Feld runter ist. Wenn wir dann überlegen, was wir drauf machen wollen. Ah, oh, da stehen momentan 9 Sterne. Na, vielleicht Sojabohnen oder irgendwas, keine Ahnung, müssen wir mal gucken. Muss also die Ferneland hier oder Vicon, ist ja beides im Prinzip das gleiche dann. Muss man sagen, ist echt schon angenehm mit der dauerhaft durchzufahren, wenn man halt einfach dauerhaft durchfahren muss und nicht die ganze Zeit wieder anhalten. Aber dafür kostet es halt auch, glaube ich, 70.000 oder sowas. 110. Oder 110, glaube ich, also war nicht billig. Aber mei, muss man halt ein bisschen was hinblättern, da wir haben halt dann was Gutes schlussendlich, ne? Ich sag mal, 70.000 kriegen wir noch. Ah oh, ja. Ja, 110 kostet es. Muss so ein Schnäppchen. Ah, drüben fährst du. Anfangs, wo das Feld reif war, habe ich ja schon mal einen Schock gekriegt, weil ich dachte, da ist noch Unkraut drauf, aber das ist einfach nur noch die schwarzen, verdorrten Überreste. Schlängel halt. Ja, Elektro wollen wir nicht, da ist unser Radio. Nee, Stickstoff passt. pH-Wert passt auch bloß an ein paar Stellen. Sprich, wir müssen auf der einen Seite nochmal düngen. Aber ich glaube, der Ertrag an sich ist eigentlich gar nicht so schlecht. Und ich weiß, ich kann es jetzt gar nicht einschätzen, aber ein Hänger ist auf jeden Fall schon voll. Das sind dann doch. Ja, ein Hänger gehen glaube ich 18.000 Liter, ne, also 80 Kubik. Das heißt, Preis ist ungefähr, wenn wir so bei 1000, dann kriegen wir so mal 18.000. Wahrscheinlich so 20. Weil er ein bisschen drüber ist. Das ist glaube ich ganz gut. Dann sind wir auf jeden Fall mal ein bisschen wieder. Dann haben wir wieder ein bisschen mehr Geld auf dem Konto. Und diesmal dürfen wir echt nicht vergessen, dass wir uns nach unserem Heu gucken. Weil bei mir ist schon wieder die Tafel draußen. Ja. Achso. Diese Schussfahne. Beim letzten Mal. Kriegt den ab. Ja, ich glaube, das liegt daran, weil Schneiderberg einfach nicht dran war. Oder dran liegt. Nee, ich hab's gerade abgekuppelt. Also. Oder das war der eine Error. Wir hatten einen Error vorhin gerade drin, kurz bevor wir die Aufnahme gestartet haben. Der ist immer noch da. Kann schon sein, dass es daran liegt. Man weiß es nicht. Er kam halt da, wo ich dann in den Drescher eingestiegen und bin schon losgefahren. Könnt halt ich bin schon bloß eingestiegen. Ja, aber kann gut daran liegen, dass du überall eingestiegen bist auch. Erleben und dann hat es naja. Da war ein Stein. Hier liegt ja noch der eine Grasballen, der gewickelte. So, fangen wir mal ein bisschen Innenansicht hier. Ich muss sagen, ich weiß jetzt tatsächlich auch gar nicht, ob Dingens ob man das jetzt sieht, wenn man wieder wenden soll, das Gras.
Oder man es einfach liegen lassen muss und dann einfach noch Gefühl nochmal drüber fahren muss. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich glaube, man lässt es einen halben Tag liegen und dann fährt man nochmal drüber mit dem Blender. Kann sein. Also in echt ist natürlich schon viel anders da, aber von der Dauer, aber in LS ist man es halt einfach nicht. Haben wir noch nie gearbeitet mit so was. Was sollen wir dann mit dem Heuballen machen? Heuballen, Strohballen. Einlagern. Alle? Ja, wobei, wenn wir Kühe haben. Halt. Oder sind wir am Kühe? Wir haben dann mal Eckstein. Eckstrand. Stimmt auch wieder. Da muss ich mir jetzt dann eh gleich mal gucken, dass ich mich da drum kümmere. Die Presse jetzt das Feld und dann gucke ich gleich mal. Naja, Futter mit Schwamm brauchen wir uns noch nicht mieten, weil wir haben noch kein Heu. Kein Seasons mit drauf, aber ein Stückchen würden sie überleben. Klar, sie haben die Wiese und sie haben Wasser, das ist schon mal die Hauptsache. Ich weiß gar nicht, haben wir das Wasser fast schon gekauft, ja, ne? Ja, aber wir haben es noch nicht. Wir haben noch kein Wasser rein dran. Oh. Perfekt. Gute Voraussetzung. Mhm. 9000 Euro ausgeben und das Wasser fast steht am Händler und. 10 oder halb. Oder 10, ja. Weiß gar nicht mehr, irgendwie im 10.000 Euro Bereich was auf jeden Fall. Du kannst dann gleich mit dem, da, da ist schnell genug und dann, Ich weiß gar nicht, wo man auf der Map Wasser holen kann, oder? Hab ich noch gar nicht geguckt. Dem Wasser da hinten. Beim Hof einfach geradeaus hinter dann nochmal. Achso, bei dem kleinen, bei dem kleinen Teich da. Mhm, kann man Wasser holen. Okay. Dann haben wir ja gar keinen allzu weiten Weg. Ja gut, teilweise ist der Trag echt schlecht. Dann haben wir hier unten noch eine Längsbahn und dann müssen wir uns an die anderen Auto holen und vorher Wasser. Dass wir die ganze Zeit hier nur im Pressen dran sind. So, wunderbar. Dann fahren wir da mal kurz hin da. Zum nächsten Bahn. So, halten wir hier mal. Nö, oder kann man Planer drauf machen? Nee, da ist er. Den Kollegen brauchen wir nämlich jetzt halt. Dann lassen wir mal nochmal. So, diesmal mal los.
Okay. Dann wir mal dann nochmal ausprobieren. Ob es denkt, oh, das sind unsere Kühe, das sehen wir sie mal. In freier Wildbahn. Und so ein schönes Plätzchen hier. Schön Auslauf. So, du kommst gerade, aber geht. So. So, dann sind wir am Händler da. So, da steht unser wunderschönes Joskin-Festle. Das heißt, dann kriegen die Kühe gleich Wasser. So, dann schalten wir mal ein, wunderbar. Was mich ja wundert, in der Les gibt es noch keine solche Trinknäpfe für Kühe. Wie meinst du Trinknäpfe? Bei den Schafen muss man keinen Wasser nachfüllen. Ja. Weil da haben die Ställe, also haben die Ställe alle immer so Saufnäpfe, wo man mit der Schnauze gegengeht, dann läuft Wasser rein. Ach so. Ich weiß gar nicht, ob das die Schafe auch haben. Naja, jeder Stall nicht, aber die von Standele ist schon. Ach so. Und das haben halt die das haben halt die Kühe nicht. Hm. Keine Ahnung. Allgemein fehlt noch ein großer Teil von der Liste. Ja. Aber es soll ja, glaube ich, 20, also dieses Jahr, Ende dieses Jahres soll ja der neue Teil rauskommen, normalerweise. Ja, ja. Bin ich tatsächlich auch schon mal gespannt drauf. Es soll ja auch jeder Traktor seinen eigenen Sound bekommen. Ja, ist das nicht jetzt auch schon so? Von dem Standard? Nicht ganz. Der größte Teil halt aber. Von den Fendt oder so haben teilweise die gleichen, ja. Es gibt drei verschiedene Sounds. John Deere hat einen eigenen. Dann kommt halt Deutz, also die ganzen Deutz, Valtra, Lindtrag und so Zeug hatten einen Sound und dann halt noch Fendt. Soweit ich weiß. Da hinten ist diese Wasserstelle. Hier haben wir nämlich nur so ein Silo. Gott. Soll nicht immer nach hinten gucken, wenn man fährt. Ich muss ehrlich sagen, der Baum ist auch ein bisschen weit im Weg drin. Dann muss ich doch mal kurz auf Karte gucken. Bin ich. Ah, hier! Nur die Frage, ob wir irgendwo feststehen einerseits. Ja, aber da war noch nichts. Ah, egal. Andererseits, ob wir jetzt. Bist du schon hinten, oder? Ja, ja, ich bin schon hinten. Und ging's? Oder geht's? Bin gerade am Rand fahren.
bin kurz an irgendeinem Tunnel hängen oder irgend so einem Rohr hängen geblieben. So, ein Fass sind wir drin, irgendwo. Ja, geht. Kostet auch nichts, wunderbar. Oh, dann müssen wir. Dann, oh. So. Dann müssen wir ganz kurz anmachen. Oder beziehungsweise Thumbnail machen. Weil doch sieht echt schön aus. So. Oh, so sieht das gut aus. Nehmen wir hier mal. So. So. Jupp. So, passt. Ne. Haben wir noch nie umgestellt gehabt. Gut. So, passt. Wunderbar. Dann können wir wieder weiterfahren. Ja. Das Ding ist voll, ich hoffe, wir kommen jetzt hier wieder raus. Ja, easy. Braucht auch kein Allrad. Das packt er. Unser guter Dudes. So, dann gehen wir jetzt mal unsere Kühen hier ein bisschen Wasser, dass sie nicht verdurschen. Gras haben sie, an dem dürft ihr nicht scheitern. Also, wir dürfen mal kurz. Hat sich da gerade eine geportet? Na egal. Sieht man jetzt irgendwas? Nö. Muss gepflügt werden, ja. Vielleicht, ja, okay. Ne, sieht man nicht, okay. Wisch mal da auch. Wir müssen die Wiesen unbedingt düngen. Ja. Und kalken, was können wir mal auch, glaube ich. Es muss, glaube ich, alles kalken gemacht werden. Kalken müssen wir die 81. Aber sagen wir so, bei den Wiesen glaube ich braucht viel machen noch, dass die gut gedeihen. So, das sieht mir relativ nach Wasserstelle aus. Jetzt muss ich nur gucken, wenn wir da auch dann auch reinkommen dementsprechend. Oh Gott. Ja, alles gut. Nichts passiert. Flo, wir brauchen alles für die Kühe, gell? Hm? Auf der Appsdorfer. Wir brauchen alles für die Kühe auf der Appsdorfer, damit die 100% haben. Wie meinst du alles? Also sprich Maisilage, Grasilage, GBS siliert halt. Heu oder Klee oder Luzernenheu. Also Heu halt. Klee-Silage, Luzernsilage, Gras frisch, Gras, Klee frisch, Frischmalz. Nee, alles brauchen wir da nicht. Natürlich! Nein! Maisil, doch, steht, warte, Tiere brauchen immer Wasser. Sie benötigen auch eine saubere Futterstelle und etwas Stroh. Füttere sie mit folgender Mischung. Mit einer Mischung folgender Futtermittel. Beste Resultate, wenn du alles reinmischst. Maisilage, Gasilage, GBS. Effektivität 25%. Heu, Klee. Heu, Kleeheu, Luzernheu, 25% Effektivität. Kleesilage, Luzernsilage, Effektivität 25%. Steht da wirklich dran? Echt? Ja, ach schon. Ach so, wegen Mais Plus. Richtig. Deswegen. Ja, dann brauchen wir gar keinen Futtermischwang. Nee, können wir uns sparen. Ah, hier können wir was ab. Wir brauchen definitiv noch ein Feld. Ja, gut, nee. Und eine Wiese. Wir brauchen halt auch, wir müssen halt auch häckseln. Nee, das nicht unbedingt. Läuft rein? Nicht unbedingt. Wir können ja auch Grasilage machen. Sprich, sind ja Rundballen, haben wir ja schon. Stimmt. Muss jetzt selber mal nachgucken, das interessiert mich jetzt doch auch. Also Wasser kriegen sie gerade. Ah, stimmt. Ja, moin. Okay, anscheinend hat ihn das nicht. Okay, ich muss nochmal fahren. Also zwei Ladungen Wasser brauchen sie auf jeden Fall.
Ja, und unsere Kühe sind ganz brave, die laufen ja auch trotz dessen, dass das Tor offen ist, auch nicht raus. Sind zwar auch erst ein paar Stunden da, aber nee, die kennen uns schon, die laufen dann nicht weg, alles gut. Boah, so glücklich, da ist jetzt aber so wie ich die Karte kenne, ist da irgendwas drin im Busch, aber nee. War tatsächlich nicht. Wieder eine Brücke, aber nee, diesmal eine große, nicht dagegen gefahren, wunderbar. Wieder runterschalten. Boah. Hm? Die Bremsen sind träge. Vom Drescher? Hm. Okay. Marker wieder auffüllen nochmal. Handbremse anziehen, dass er die wegrollt. Ja, stimmt nicht ganz, aber okay, lass mal so. Und voll. So. Und ich das Fäschchen nochmal voll. Ich hoffe mal, das reicht ihnen jetzt. Aber halb voll waren sie vorhin schon, das heißt, dann werden sie jetzt so zu, ja, drei Vierteln wahrscheinlich voll werden. Nicht ganz, glaube ich tatsächlich nicht, aber passt. Bisschen 30 ist gleich ein bisschen zu schnell wie hier. Und wir hier wieder hin. Ah, die eine guckt schon. Nee, du gehst jetzt dann nicht raus, aber auf Zeiten musste. Ah, da ist die erste schon beim. Okay, sie steht im Futter, im Wasser drauf. Oh gut. Lassen wir das, ne? Ah ja, die haben gemerkt, hier gibt's Wasser. Da sind sie natürlich dann gleich gierig dran, ne? Nein, tun sie es nicht. Oh Gott. Alles gut. Was ist passiert? Die Kuh ist so den Traktor durchgelaufen. Wir haben bloß noch 18, scheiße. Ich glaube, wir hatten nie mehr, oder? Wir hatten noch nie mehr als 18. Okay. Die ist auch fröhlich, trotz dass sie unter meine Reifen war, fröhlich danach weitergelaufen. Oh, gerade zur Folge waren 200 Liter sind noch drin. Gut, ja, kannst du gerne noch mal was Volles holen, oder? Ja, stimmt. Und dann schmeißt den dir gleich schon mal ein bisschen Strohne und ein bisschen Mais, Grassilage. Mhm. Es geht mit der Kuh ab. Alter. Die Kuh ist, ja. Aber Flo, weißt du, was mir gerade einfällt? Wir können kein Gras frisch einsammeln. Stimmt, wir haben keinen Ladewagen. Erstens, der ist an zweiten, wenn man es pressen würde, wird es sofort gewickelt. Ja, ich weiß. Kann man nicht irgendwie abschalten? Nee, das ist das Problem. Oh. Wenn wir mal gucken, dann mal vielleicht irgendwann bald einen Ladewagen mieten oder was. Oder kaufen dementsprechend. So, da sind wir nochmal am Techto. Das ist eigentlich so ein kleines Wasserreservoir. Was auch irgendwie von die Felder oder Straße irgendwie abgeleitet wird. Wie viel kosten da? Ja, wenn die, ja. Wir können ja wieder den Kroni nehmen für 25.000, aber. Ja. Oder gleich so einen größeren Tandem für 100.000, dann haben wir halt 35.000 Liter Blut. Das Ding ist, wir müssen halt auch auf die PS, ne, wobei PS-Stück gar nicht dran, was benötigt wird. Bei denen hier auf jeden Fall nicht.
Aber den haben wir halt. 150 PS werden wir schon brauchen. Den Krone haben wir halt auf der Erde gerade auch schon. Aber ja. Wenn man die Ausführung nimmt. Ich muss sagen, der Krone ist halt einfach gut, weil er halt einfach billig ist und halt gut Platz, gut Volumen hat. Ja, aber es ist halt auch ein alter. Ja, aber in dem hier. Wir haben auch einen deutschen alten, also in dem hier. Das ist ja Maschine, also. Das ist ja ein Fahrzeug und kein Gerät. Vor allem mit dem kann man ja, also mit dem fahren wir auch sehr, sehr langsam. 15 ist maximal, bei den anderen 20. Achso. Ja. Man muss ja mal gucken, ob man den anderen schön finden oder ihr macht einen schönen Vorschlag. Kann man natürlich auch machen, haben wir auch nichts gegen. So, dann packe ich das Wasserfläschchen auch nochmal rein. Aber da dürfen wir uns für die heutige Folge auch schon wieder bedanken, liebe Leute, denn wir sind für heute auch schon wieder fertig. Jetzt kommt natürlich die Abmoderation, die niemals fehlen darf. Ein Däumchen wäre ein Träumchen im Kursstoff, keinen Sinn. Unten den roten Knopf drauf, falls noch nicht getan. Glocke aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Und das war's von mir. Dann sehen wir uns schon bald zu einer weiteren Folge hier auf der Appstorfer Heide im LS19 zusammen mit Philipp. Und bis dahin, macht es gut, haut rein und ciao, ciao. Ciao.